Liebe Viviane, herzlich willkommen hier in Baden oder in Baden. Du bist da hier mit deinem Stand. Was ist heute genau hier für eine Veranstaltung? Ja, der 11. Hundebadetag. Ich bin das erste Mal dabei. Ja, hoffentlich hält das Wetter durch. Ja, es sind schon sehr viele Hundefreunde da, sehe ich gerade. Sehr, sehr viele. Ja, und ich bin eigentlich, also ich bin Hunde drinnen, ganzheitlich körpersprachlich orientierte Hundecoach. Ich spezialisiere mich mehr, also ohne Leckerlis, ja, gehe mit der Körpersprache, arbeite sehr viel mit dem Besitzer einmal, ja, also das heißt, das Erstgespräch wird einmal zu Hause starten, zu Hause Problem. Also ich höre mal heraus im Erstgespräch, wo ist die Problematik, was ist los, ja. Schauen wir uns mal an, wenn es zu Hause Ressourcenverteidigung ist oder eben an der Leine schon das rausgehen, wenn man merkt, der Hund zieht jetzt an der Leine, das kann man da schon mal einmal ein bisschen korrigieren, ja, also dass der Hund bis zu seiner hohen Energie hinausgeht, ja, das ist schon mal viel wert, wenn du einen guten Energiebündel hast. Ja, das ist nochmal wichtig und wirklich sehr viel mit dem Sitz arbeiten. Ich mache eher, dass der Fokus nicht aufs Leckerli eben schon gestochen ist, sondern ich arbeite mit der Körpersprache, dass der Hund bei dir ist, ja, das ist mir sehr wichtig. Das heißt, da mache ich Orientierungsgehen, heißt das. Du nimmst den Hund, gehst einmal so ein Stückchen von alleine, nimmst ihn mal und gehst einfach mal so einen Kreis und so, dass der Fokus wirklich einmal, gehst einmal Achterschlafen und so. Das machst du ein paar Minuten, ja, Orientierungsgehen, dass der Hund einmal ein bisschen bei dir ist, ja. Dann kannst du auch, wenn er mal bei dir ist, kannst du auch das, was du verlangst, ja, also das Ziel ist, es hat keinen Sinn, wenn du jetzt gehst und dann, hey, komm her, hey, Sitz, Platz, warte, steh, oder ich mache auch die Fehler oft, ich gebe es zu mit meinem eigenen Hund, aber dann komme ich immer runter und sage, hey, Moment, red nicht zu viel, Bibi, red nicht zu viel, arbeite mit deiner Körpersprache, ja, und das funktioniert dann recht gut, ich arbeite einmal und dann mache ich es wieder richtig, ja, ich arbeite mit der Körpersprache, ja, das ist eigentlich mein Geheimnis und es hilft doch, es ist einfach so, ja. Der Hund vielleicht weiß, was du meinst, er versteht dich, ja, mit der Körpersprache zu haben, ohne viel Wörter, weil das geht eh da rein, da raus. Ich muss nur vorstellen bei dir, ja, oder mein Kind, du redest tausendmal, hey, mach das, da rein, da raus. Ja. So, genauso ist es auch beim Hund, ja, fokussiert auf die Körpersprache, ja. Also das heißt, du meinst, die Befehle, die man so in den anderen Schulen lernt, die sind für dich nicht so? Nein, würde ich nicht sagen. Es, wie gesagt, ich sage nichts in den Schulen, also es tut jeder hat seine eigene Art und Weise. Auch für die Hundeschulen, weiß ich nicht, von der alten Methode, von der neuen Methode, wird auch schon sehr viel gearbeitet. Ja. Mit Leckerli, ohne Leckerli, ja. Es sind auch viele Hundeschulen auch genauso, was sind keine Leckerli. Aber wie gesagt, das ist mein Standpunkt, ja. Also ich arbeite so und ja, ich werde es nochmal gerne anschauen, wer mich einmal gerne besuchen möchte. Ja. Ja. Ja, für den sehen wir es besser. Bitte? Ja. Genau. Super. Also, würde mich freuen. Ja. Jetzt, wie stelle ich mir das vor, wenn ich mit meinem Hund mit dir arbeiten möchte? Wie läuft das genau? Ja. Also,
immer so, ich meine, du erzählst mir mal beim Erstgespräch, ja, meistens telefonisch werde ich angerufen und dann reden wir mal so eine Viertelstunde an und dann kommt mal raus, was die Problematik, also was sie stört, was der Hund ist. Ist es zu Hause, ja, es fängt schon mal an, mein Hund bleibt nicht alleine, ja, oder man muss sie dann alleine, ja, also das sind meistens diese Faktoren, oder Hundebegegnung, ja, dann schaue ich mir das an. Ich habe schon einen Hund gehabt, der sagt, na, zu Hause passt alles. Okay, wir fangen draußen an. Ja? Das ist die Problematik, Hundebegegnungen alleine ziehen. Okay, passt, ja, wir fangen draußen an. Aber im Gespräch dann, ja, wie wir draußen waren, das erste Mal, habe ich dann gehört, okay, es funktioniert ja doch nicht so zu Hause. Ja? Es ist eine Ressourcenverteidigung, es ist die hohe Energie. Ja? Da kommt schon so, ja, und dann, okay, und dann, wie gesagt, beim zweiten Mal haben wir sich dann mal zu Hause ausgemacht, also haben wir sich zu Hause getroffen und dann sieht man wirklich, wie es war, also was war und ja, habe ich einmal daran gearbeitet, ja, und ja, es war eigentlich gut, ja, das zweite Mal und okay, doch nicht so, also da muss ich jetzt halt nochmal geschaut, okay, der selber weiß ja das nicht, ne, dass man in der Ruhe dann rausgeht, dass es ganz was anderes ist und ja, hat dann gut funktioniert, ja. Du hast vorher von Ressourcenverteidigung gesprochen. Mhm. Ich glaube, das ist ein springender Punkt, bevor man rausgeht. Was ist Ressourcenverteidigung? Naja, es sind sehr viele Dinge. Ja. Ja. Es ist ein Wasser beim Hund, es ist ein Spielzeug, ja. Es ist ein Mensch. Ressource kann alles sein, alles rundherum, ja, was der Hund verteidigt, einfach wahrnimmt, für sich nimmt. Und ja, das ist ein wichtiges Thema, ja, was man sich anschaut. Ja. Oft kann es ein Hund zum Beispiel. Oft haben Besitzer Angst, die können nicht in die Futter greifen. Ja? Oder wenn sie draußen sind, etwas aus dem Maul rausschnappen, was jetzt wichtig ist, mit Antigiftfutter drehen. Ja? Das geht einfach nicht. Ich muss den Hund jederzeit etwas rausnehmen können. Ja? Ich muss in die Schüssel greifen können. Ja? Ohne Probleme. Ja? Also mein Hund zum Beispiel, der bringt mir jedes Mal freiwillig den Knochen. Ja? Also das ist so, den brauche ich nicht wegnehmen, der kommt zu mir, hey, hör, da ist mein Knochen. Ja? Oder halt mir noch den Knochen, es ist schon zu klein. Nein, komm, hilf mir da noch dabei. Ja? Also das ist so, man von Anfang an angewöhnt eigentlich selber zum Halten. Und jetzt kommt sie mal zu mir und bringt mir halt und ja, komm, hilf mir noch. Das letzte Stück, ja. Ich schaffe es nicht alleine. Und ja, das ist einfach wichtig. Ja? Bindung und Ressourcenverteilung. Mit deinen Klienten raus und schaust dir an, wie sie sich im Alltag bewegen. Ich schaue mal, ja, und gibst dann Tipps. Mhm. Und ist das dann ein Kurs? Ist das eine längerfristige Begleitung? Welchen Mehrwert haben die Menschen davon, wenn sie mit dir arbeiten? Also ich sage immer, es kommt darauf an, eben, ja, du schaust es einmal an, ja, ändert sich was, ja. Wie gesagt, das muss immer der Hundebesitzer arbeiten. Ja. Es hilft nichts, du gibst Tipps, du arbeitest, du nimmst jetzt einen Hund, ja, machst was, aber der Besitzer beißt wieder drauf. Nein, ich mach das einfach nicht, was du ihm einfach mitgibst. Ja. Dann hat das Ganze auch keinen Sinn und dann wird da nicht so viel sein. Ding, ja. Aber meistens machst du nach 3 Einheiten, ja, solltest eigentlich schon sag ich mal, kleine Ziele sehen, ja, kleine Erfolge. Ja, ja. Und ja, das heißt, du bist eigentlich nur so eine Initialzündung. Mhm. Du gibst Tipps, Werkzeuge, wie die Hundebesitzer dann mit ihren Hunden umgehen können. Aber das Wichtigste ist, die Übung, die tägliche Übung dann draußen oder auch drinnen mit den Hunden, dass sie das, was sie bei dir lernen, konsequent umsetzen. Ja, genau. Jetzt vielleicht noch zu dir. Wie bist du dazu gekommen, mit Hunden zu arbeiten? Naja, ich bin eigentlich schon mal mit Hunden aufgewachsen. Wir haben einen Boxerhund gehabt, da war ich ein Teenageralter, ich jetzt so 12 Jahre. Dann haben wir einen Junge gehabt, ja, und nachher dann einen Wichler. Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Da sind wir mal gesagt, ich möchte einen eigenen Hund haben, ja, dann haben wir einen eigenen gehabt. Ein Husky, auch, was auch viel dementsprechend braucht, ja. Und ja, jetzt mittlerweile bin ich 50, habe beschlossen vor 2 Jahren, ich möchte wieder eigentlich mal in den Kindergarten, ich möchte wieder mit den Tieren arbeiten, nicht besonders mit Hunden. Habe dann die Trainerausbildung gemacht zum ganzen Körpersprache-Coach, eben dieses Hunde Leckerli zu arbeiten, mehr Körpersprache fixiert. Und ja, das war eigentlich meines. Körpersprache mit dem Coach. Ja, wie ich dazu gekommen bin, genau. Und natürlich
unglaublich. Ich habe ja jetzt keinen Hund gehabt, muss ich sagen. Ja, mein Mann war ein bisschen dagegen. Aber ich habe mir dann immer fürs Training einen Hund ausgeborgt. Also da habe ich einfach eine Kundschaft angesprochen. Du, kann ich deinen Hund für die 8 Monate immer mitnehmen? Ja, ja, kein Problem. Ja, aus dem ist auch was super geworden. Und mittlerweile habe ich dann so lange gebettelt, dass wir dann einen eigenen Hund haben. Ich brauche einen Hund. Ich brauche einen Hund. Ich brauche einen Hund. Das gibt es nicht. Ja? Also will ich einen für die ganze Zeit. Ja, und jetzt haben wir sich die ist jetzt 1,5 Jahre, ein Husky-Mischling, war ein ungewollter Wurf. Die Mutter wurde trächtig gebunden in Österreich, die Tierquartier hat sie aufgenommen. Ein Wurf von neuen Junge, die Mutter. Und darunter ist eben meine Kopie. Ja. Also sie ist da. Ich habe sie nicht mit, weil ich sage, den ganzen Tag jetzt zu stehen, ich bin alleine. Ja. Es ist auch ein ziemlich Stress und ich weiß, dass mein Hund zumachen kann. Und dann habe ich gesagt, nein, ist sie besser zu Hause aufgehoben. Ja. Ja, aber man kann sich gerne sehen, hier ist auf meinem ja. Also ich freue mich, wenn es irgendwelche Anliegen gibt, dann kannst du gerne bei mir melden. Ja. Und wenn man jetzt sagt, ja, das ist eine interessante Herangehensweise, wie kommt man zu dir? Bist du in ganz Österreich unterwegs? Nein, oder wo lebst du? Wie schaut das aus? Ja, das ist das Nächste. In deinem Umkreis, wo du arbeiten musst. Ja, genau. Also leider Gottes, ich bin zwar hier in Baden, aber ich sage einmal, ich bin nicht mobil, ich bin nur mit Fahrrad oder Öffis unterwegs, also eher in Raum Wien, ja. Also begrenzt Raum Wien, Großenzersdorf, ja. Sonst ist dann der Weg schon leider zu weit. Ich würde gern, aber leider gibt es leider nur Raum Wien, Großenzersdorf. Beziehungsweise könnten die Leute zu dir kommen. Ja, genau. Das wäre auch eine Alternative. Ja. Also die Bibi, die brauche ich, die will ich, das will ich haben, was sie da jetzt gerade erzählt hat und was, das hört sich gut an. Dann gerne, ja. Gerne bei mir melden. Okay, gut, danke dir.